this were a dictatorship, it'd be a heck of a lot easier. Just so long as I'm the dictator. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Ja, ist, glaube ich, auch wieder ein Start-up, sind hingegangen und haben im Labor eine Boulette aus Fleisch eines Mammuts gezüchtet. Ja. Warum? Vermutlich, weil sie es können. Mammutburger. Ja, Mammutburger. Mammutburger, ja. Eine Boulette aus Mammut. Howdy ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zur sage und schreibe 77. Folge dieses Schnaps-Idee-verdächtigen Medien- und Presse-Podcast voll in die Presse. Und ihr Lieben, ich bin nicht alleine, diesmal wieder voll besetzt. Es wird langsam warm und ich würde vorschlagen, demnächst überlegen wir doch auch mal wieder in den Benanza-Bus zu gehen, oder? Sehr gerne. Was wäre das denn? Wäre das denn schön? Apropos Bus, wir haben heute, für die, die es nicht wissen, einen Tag vor Vatertag, also einen Tag vor dem langen Wochenende, an dem wir das aufnehmen. Und ich habe heute Morgen im Radio gehört, das ist der zweitstauträchtigste Tag im ganzen Jahr. Ich vermute mal, Pfingsten ist der am meisten stauträchtige Tag. Habe ich jetzt nicht recherchiert. Und da weiß man ja, wenn man Kinder hat, also Vatertag, das war das erste Phänomen. Beim Vatertag rennen ja morgen wieder die ganzen Typen rum, die gar keine Väter sind. Ist, glaube ich, das gemeinsame Verständnis. Die ganzen Bollerwagen-Heinis haben vermutlich keine Kinder zu Hause, denn die echten Väter sitzen entweder zu Hause mit ihren Kids oder im Auto auf dem Weg in einen Kurzurlaub. Und wer kennt nicht die Frage, sind wir bald da? Kennt ihr die alle? Ihr seid doch auch Väter. Aber sicher. Wir stellen die alle mit Tablets ruhig. Ja, das ist eine schöne Idee. Und jetzt mal die Pipi. Frage, genau, Pipi, Kaka, alles, was da so gemacht werden muss. So im Durchschnitt, wenn ihr euch zurückerinnert, manche haben ja ältere Kinder, andere haben jüngere Kinder hier am Tisch. Aber im Durchschnitt, nach wie vielen Minuten geht das denn so los bei euch, wenn ihr losgefahren seid? Wann kommt das erste Mal, sind wir bald da? Fünf Minuten. Das ist anstrengend, ja. Und bei dir, Beef, also, wäre das so? Ich hätte jetzt eher, also wie gesagt, zu den Zeiten, wo die noch jünger waren, würde ich jetzt mal sagen, so eine halbe Stunde, Pi mal Daumen. Okay. Also mit den fünf Minuten hätte ich zumindest hinsichtlich der Pipi-Frage zugestimmt. Das ist echt so ein Ding, das können nur Kinder. Ja, du bereitest alles irgendwie vor, alles ist da, das Tablet mit den Filmen, wie der Ben sagte. Und dann muss ein Kind nach zwei Minuten Pipi, gibt's gar nicht, bist gerade auf der Autobahn. Ja, da kann ich euch eine gute Nachricht geben, da könnt ihr eure Kinder so ein bisschen benchmarken. Der Artikel ist jetzt schon ein Jahr alt, aber ich habe ihn trotzdem noch rausgesucht, weil das so geil passt zu dem Thema. Ein britischer Forscher hat nämlich eine Formel entwickelt, mit der man das so im Durchschnitt berechnet und auch die Einflussfaktoren. Und die Formel lautet T gleich 70 plus 0,5e plus 15f minus 10s. So, T ist der durchschnittliche Zeitpunkt, bis das erste Nörgeln, Quengeln, Wutausbruch kommt. Also 70 Minuten dauert es nach dieser Befragung von 2000 britischen Eltern, bis der erste Wutausbruch im Auto kommt. Und die Einflussfaktoren sind E, F und S, mit denen man das verlängern und verkürzen kann. Also E ist Entertainment, Unterhaltung. Mit guter Unterhaltung, Tablet und so weiter, kann man da den Faktor 0,5 pro Unterhaltungsding obendrauf packen. F ist Food, mit Nahrungsmitteln, insbesondere Süßigkeiten. Der schnell nach hinten geschmissene Müsli-Riegel verlängert die Quengelzeit oder die Quengelfrist um 15 Minuten durchschnittlich. Also nicht besonders lang, weil irgendwann ist der Riegel aufgegessen. Und jetzt kommt minus 10 S, heißt S sind Siblings, Geschwister. Für jedes Geschwisterkind kannst du 10 Minuten abrechnen, weil je mehr Kinder im Auto, desto schneller kommt der Wutausbruch. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich habe 4 Kinder, die fangen halt irgendwann ganz schnell an, sich zu kloppen. Wenn der Hunger kommt, der Pipi muss, einer sowieso keinen Bock hat, der Dritte hat irgendwie einen schlechten Tag, doof geträumt,
poff, ist es auch mal nach 5 Minuten tatsächlich schon soweit. Ja, wobei ich mit dem Sibling-Faktor... Wie geil ist diese Formel, großartig. Da muss ich schon nochmal so ein bisschen nachhaken. Also was stimmt ist, der Wutausbruch kommt früher. Die Schlägerei, die hatten wir früher auch im Auto. Das war ganz übel. So Ford mit, Taunus mit, im mit alten, mit, ja, nee, mit dem alten mit dem alten Volvo-Kombi und dann irgendwo in Griechenland unterwegs und furchtbare Schlägerei. Aber so dieses, wann sind wir da? Also es ist ja schon so, dass es kurzweiliger ist, ob es jetzt an der Schlägerei liegt oder daran, dass man Stadt, Land, Fluss spielt, ist ja schon kurzweiliger mit Geschwistern. Ja, das stimmt. Das ist ja dann das, der Faktor E. Also auch das Geschwisterkind kann ja den Entertainment-Faktor erhöhen und damit quasi zu einer Verlängerung der ich nenne es mal, Frustrationstoleranz führen. Okay. Oder umgedreht, wenn jetzt das Geschwisterkind schon die AirPods hat oder sonst irgendwas und das kleinere Geschwisterkind da die gerne auch hätte, aber nicht dran darf, dann ist die Frustrationsgrenze schnell wieder abgesenkt. Ja, dann wird das halt so wieder das 10S kommt dann zum Tragen, dann haut er dem irgendwie den AirPod aus der Backe und dann ist der Stress da. Sofort da. Ich fand das total geil, dass man so zu formelhaft, ich weiß nicht, wie ernst es gemeint ist, formelhaft runterzubrechen, aber dieses, wann sind wir denn da? Oder wann sind wir endlich da? Ich muss mal pipi. Das kennt jeder, der Eltern hat. Und das ist halt die andere Seite des Vatertags. So kam ich ja drauf. Habt ihr früher auch von euren Eltern die Antwort auf diese Frage erhalten, ich muss mal pipi oder wann sind wir, also vor allen Dingen auch, ich muss mal pipi. Geht nicht, ich habe gerade überholt. Und die hat ich mal gekriegt. Nee, aber erschließt sich mir jetzt auch nicht so gleich. Also, ja, da hat gerade einen abgezogen auf der Autobahn und da kann er nicht aufgeben. Ach so, und kann wieder abfahren. Jetzt abbiegen, ja, hat sich wieder überholt. Abfahren ist aufgeben. Ja. Eine geile Antwort, gefällt mir großartig, habe ich nie gedacht. Was der Typ allerdings auch hier sagt, ist, dass es in Ordnung ist, kleine Kinder zu belügen bei dieser Antwort. Wann sind wir denn endlich da? Also dieses in 5 Minuten oder in 10 Minuten, das muss nicht unbedingt stimmen. Die können das so ganz genau auch nicht nachhalten. Allerdings empfiehlt er auch eben mit Kindern nicht länger als 2 Stunden am Stück zu fahren, weil dann einfach die Frustgrenze überschritten ist. Raus ist. Womit fährt man denn am Vatertag eigentlich sonst so rum? Am Bollerwagen. Richtig. Und offenbar teilweise auch am 1. Mai schon. Und tatsächlich wollte ich euch eine kleine Geschichte aus Langen mitbringen, hier direkt aus dem Polizei-Podcast, nein, nicht ganz, aus der Polizeipresse. Da ist nämlich auch ein Typ, 45 Jahre, mit seinem Bollerwagen rumgefahren. Und nicht nur hat er den illegal leider mit einem Elektromotor ausgestattet, sondern auch noch mit einer Musikbox. Und ja, dann könnt ihr euch aber vorstellen, was das eigentliche Problem war, wie das so ist am Vatertag oder auch am 1. Mai. Alkohol im Spiel? Genau. Der Typ hatte da nicht nur Bierflaschen draufstehen, sondern hatte die auch schon geleert und ist dann mit dem illegalen Gefährt nicht nur eingesackt worden, sondern hat jetzt auch noch Probleme wegen Trunkenheit am Steuer. Und insofern Augen auf beim Bollerwagenlauf. Ja, also ja, alles falsch gemacht, aber sehr geiles Gefährt trotzdem hier, wenn ihr mal das Foto schauen wollt. Und wie hieß die Zeitschrift? Ja, erzähl mal, was da zu sehen ist. Presseportal. Ich habe übrigens, da muss ich mal hier Zeig mir mal das Bild. Da haben ja unsere Zuhörer nichts von. Die Zeitschrift heißt Automotor-Bollerwagen. Das ist jetzt nicht so ein Standard-Bollerwagen, sondern das ist irgendwie ein ziemlich großer Kasten, wo man die Lautsprecher sieht, geschlossen irgendwie, gefunden, nach oben hin. Also der sieht eher aus, als wenn man so eine große Transportbox ziehen würde. Mit Elektromotor. Ja, gefunden habe ich die Geschichte tatsächlich auf Twitter bei einem ominösen Nutzenden namens Anwaltsgelaber. Da sind auch schon mal ein paar witzige Geschichten aus der Juristerei drin und auch schon mal die eine oder andere Polizeipressemeldung. Ja, das ist übrigens an der Stelle unser neuer Ableger, voll in die Polizeipresse. Ein kleiner Nebenkanal mit lustigen, skurrilen Polizeimeldungen. Wäre vielleicht eigentlich eine ganz gute Idee. Aber wo du gerade so schön dabei bist, wir wollten ja auch ein bisschen teasern, Prollo. Was hast du denn außer alkoholischen Getränken und schmutzigen Gedanken sonst hier für unsere Hörerschaft im Gepäck? Da weiß ich, gibt es heute noch mehr als das bei ihm? Ich habe
Weiß ich gar nicht. Was? Ich habe Gepäck, ja. Mache ich gleich aus. Also ich habe Seelöwen, Penis und Kaka. Ja, ja. Das hat er die Antwort auf deine Frage schon gegeben. Also wir sind, im Endeffekt sind wir ein genitaler Tier-Podcast. Das kann man einfach so zusammenfassen. Wir kommen immer wieder dahin. Ich habe aber gleich noch was dabei. Okay. Ja, noch mehr, oh je. Ja. Also ich könnte aber ein bisschen gegenhalten, also ein bisschen seriöser angehen. Also ich habe gleich was zum Thema Namenskunde, super seriös. Und auch was zum Thema Kunst und tatsächlich auch noch was Geschichtliches. Oh, wow, wow. Hat er die Süddeutsche gelesen. was Geschichtliches, in welche Historie oder in welche Epoche oder wie auch immer, schickst du uns denn? Das ist ungefähr Mitte erstes Drittel oder Ende erstes Drittel dieses letztes Jahrhundert. Ah, okay. Okay. Ja, also ich werd gleich den einen oder anderen, oder ist eigentlich einer, einen sehr wichtigen Überlebenstipp für Südeuropa-Urlauber kundtun. Also ich bin sozusagen wieder um Verbraucherschutzpfad unterwegs. Und als Quickie habe ich mir heute was abgefahren Kulinarisches überlegt. Hm. Ah, stinkende Eier. Nein. Er will sie einfach noch loswerden, ne? Man merkt das schon. Na gut, aber stinkende Eier ist vielleicht auch eine kleine Überleitung zu meinem überlegten Pressebericht für diese Sendung. Auf jeden Fall möchte ich erzählen von einem Nachtmanager mit einem skurrilen Lutschreflex. Und also Nachtmanager im Hotel. Und wenn die Zeit es erlaubt, würde ich gerne wieder ein bisschen Hipster-Bashing machen. Die Schweizer Zeitung, die Schweizer Illustrierte, hat ein schönes Alphabet mit Berliner Vornamen von Kindern, die heutzutage tatsächlich in Berlin so genannt werden, veröffentlicht. Und da kriegt man ja bald das Kotzen, wenn man das hört. Luna Chantal. Nee, das wäre ja wahrscheinlich Neukölln, aber. Wir reden über Mitte. Also lass uns mal drauf ankommen. Ich weiß nicht, womit wir einsteigen wollen. Penis, was war das? Penis, Nashorn und Pinguin und Co. Oder ja, komm, hau den Penis raus. Ich hab dich den Penis, du. Penis? Ja, ich hab dir aber einen passenden Soundclip geschickt. Ein Soundclip? Aha, das ist mein Stichwort, liebe Leute. Ich habe nämlich gleich noch ein Ratespiel. Das ist jetzt auf der Meta-Ebene. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Penis klingt. Ja. So. That looks just like an enormous wang. Pay attention. I was distracted by that enormous flying... Willie. Yeah. What's that? Well, it looks like a giant... Johnson. Yes, sir. Get on the horn to British intelligence and let them know about this. A giant Johnson. Ja. Das Codewort für... Film Austin Powers, ja. Ich glaube, die Szene ist hinreichend bekannt. Und da fängt auch schon das Ratespiel an. Im Vorfeld der Krönung von Queen Charles, oder nee, wie heißt der? King, ne? Ist nämlich eine der Party-Locations so ein bisschen gesprengt worden, insbesondere die Rasenfläche. Und jetzt könnt ihr euch bei der Einleitung schon denken, was passiert sein könnte. Der Rasen war nass. Nein. Der König war nass. Nein. Irgendjemand ist nass geworden von dem Rasenspringer. Die Rasenfläche ist nass. Gemäht worden. Nass gemäht da worden. Er. Nein. Ich weiß, was ist denn mit nass? Da hat doch ganz offensichtlich, das war doch so offensichtlich, jemand hat natürlich mit dem Rasenmäher, offensichtlich Aufsitzrasenmäher, einen riesengroßen Penis in die Rasenfläche gemäht. Und gerade da, wo die große Party steigen sollte. Hast du Rasenmäher gesagt? Ja. Ich habe die ganze Zeit Rasensprenger verstanden. Deswegen war das mit meinem Nass. Nee, gesprengt sieht da nichts aus. Vielleicht gesprenkelt. Aber tatsächlich. Es sollte eine kleine, es ist jetzt nicht der Ort der Krönung, das ist hier irgendwo in Pusemuckel, wo ist es denn hier? London? In Bath. Ach so. Jedenfalls war da eine kleine Party angesetzt und zwei Tage vorher kam einer und hat den Rasen gemäht. schade eigentlich, weil das ist wohl so eine eher schicke Gegend und die Anwohner sind auch sehr stolz auf ihre Rasenfläche. Na gut, aber es wächst ja nach. Jetzt vielleicht also, noch mehr. Ja, wächst, ja. Wer sich das Bild anguckt und dann nicht an unsere Folge mit dem Pilotenherz denkt, also wo auch einer eine Penisschleife geflogen ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das sieht echt strange aus, ja. Großartig. Qualitativ hochwertig.
Ja, ich habe es gesehen. Also ich, auch. Ja. Einmal links rum, einmal rechts rum. Langer Schaft. Soll ich ein zweites Mal rumgehen? Tja. Wunderbar, Prollo. Du schaffst es immer wieder. Ja, wobei der hat auch irgendwie, links hat er so einen Schlepphoden. Da ist irgendwie, aber ist der, ist, hat er mehr versagt. Das ist aber auch, glaube ich, noch ein jüngerer Penis, weil man sagt ja im Alter, ne? Also, wenn also die ich frag mich, Glocken länger sind als das Seil, gehörst du schon zum alten Teil. Ja, ja. Also ich frag mich ja, ob wir jemals eine Sendung schaffen ohne das P-Wort. Also ich musste ja auch, ich war ja bei der letzten Folge, war ich ja sozusagen nur Zuhörer. Ich war selber gespannt, was ihr so euch zusammengebrasselt hattet, gebrabbelt habt. Und ich musste so lachen. Und zwar, als es um diese Giraffe ging, von der ihr erzählt habt, die sich, das Männchen, das sich von dem Weibchen voll urinieren lässt. Und wo Ben dann irgendwie fragte, Prollo, jetzt erzähl mal, wie nimmt er sie denn jetzt? Doggy-Style oder was? Und ich musste vor allen Dingen deswegen lachen, weil ich mir gedacht habe, wie sonst? Und da habe ich mir nämlich vorgestellt, dass die weibliche Giraffe sich auf den Rücken schmeißt, alle langen Beine von sich streckt, der Bulle kommt an, macht den Giraffenspagat. Also irgendwie anders als Doggy-Style konnte ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ich wollte das einfach nur mal, dass er das beschreibt, so für die, das ist ja, wir sind ja ein Hörer der Podcast und naja. Ein visueller Podcast. Ja, beim Thema Giraffe ist mir eine Sache auch noch eingefallen, das nur ganz kurz am Rande. Wie findet ihr den Sträter? Ich mag den ja, den Thorsten Sträter sehr gern. Und der hat ja auch irgendwie eine Sendung mittlerweile im Fernsehen und eine Sache irgendwie hat er letztens erzählt, da hat er von irgendeinem Fernsehbericht erzählt, wo berichtet wurde über irgendeinen Meteoriten, der irgendwo langflog. Und dann sagte so, und dann sagt der Moderator, sagt dann, und dieser Meteorit, der war so groß wie eine halbe Giraffe. Ja. Ist der Sträter total aus der Hose gegangen und hat gesagt, eine halbe Giraffe, wie kann man auf diesen Vergleich kommen? Hatten die nichts mit dem Saarland? Das war also großartig. So viel zum Thema Giraffe, sorry. Sträter ist der Typ, mit der immer die Mütze da aufhört. Ja, oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Ich will mal eine Lanze fürs Saarland brechen. Warum immer über das Saarland herziehen? Wenn es auch halbe Giraffen gibt, ne? Richtig. Ja. Ja, bietet sich an irgendwie im Saarland. Aber egal. Ich hätte ja was, ich hatte angekündigt, was mit Namen. Also da hätte ich jetzt was anzubieten. In dem Fall ist das der Freiburger Sprachwissenschaftler Konrad Kunze. Hat mit seiner Kollegin, die Damaris Nübling heißt, die erforschen seit Jahren, wie die Deutschen zu ihren Nachnamen kamen und haben zum Beispiel jetzt festgestellt, dass es im Mittelalter tatsächlich sehr viele Menschen gab, die mit Nachnamen Arschloch hießen. Und zwar, also er sagte, in Frankfurt waren das auch mindestens 20 Familien. Wie geil ist das denn? Und jetzt mal die Frage, habt ihr eine Idee, warum? Also er hat auch eine Erklärung dafür. Vielleicht waren es Arschlöcher. Erste Frage, war denn die Bedeutung des Wortes Arschloch damals dieselbe wie heute? Weil heute ist ja definitiv ein Schimpfwort, ja, auch wenn es einen Körperteil beschreibt. Aber das ist, es gibt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Saftpresse, die heißt Arschloch. Oder? Nee, also, ist tatsächlich so. Also ist tatsächlich, Arschloch war damals wohl auch schon ein Schimpfwort. Also ist es nicht so, dass früher eben viele Namen aus der Funktion abgeleitet wurden, die diese Familien eben traditionellerweise hatten? Ja, sehr gut. Schuster also, und sonst was. Genau. Also, genau, sehr gut. Also die nennen es jetzt hier, also es ist nicht nur Funktion, sondern auch so Fremdzuschreibungen. Das heißt, früher wurde sich eher mit dem Vornamen angesprochen und der Familienname, also dieser Zusatz, der kam erst dazu. Und dann wurde dann auch eben, da gab es dann auch den Schlosser und was weiß ich und Bäcker und was und aber und eben, es wurde auch nach Eigenschaften unterschieden. Und eben, dann ist es tatsächlich so, also die Arschlöcher waren aus Sicht der anderen, die wurden dann auch Arschlöcher genannt. Und dann blieb der Name dann irgendwann auch hängen. Das heißt, die hießen dann auch Günther Arschloch. Das heißt, das ist ja wie im Fußballstadion, sag mal, wenn die dann immer das gegnerische Team aufläuft dann und so mit der Nummer 7, Günther, Arschloch, schreit dann immer das ganze Stadion. Und mit der Nummer 8, Werner, Arschloch. Ja, so ja, ist das. Also das auf jeden Fall. Und es stellt sich aber bei vielen anderen Namen dann auch die Frage, ich habe letztens auch lachen müssen beim Thema Fußball, gibt es einen Zweitliga-Fußballer, der heißt Schleimer.
Also ja, das sind dann die Schleimer gewesen, genau, die Arschkriecher. Ist, ja. Also die haben Glück gehabt, dass sie nicht Arschkriecher heißen, sondern nur Schleimer. Ja, oder auch kein Doppelnamen, ne? Arschkriecher Schleimer. Oder? Genau. Also es ist tatsächlich so, dass also irgendwann wurden diese zugeschriebenen Namen eben auch an die Kinder vererbt und auch in den Kirchenbüchern nach Gehör verschriftlicht. Das heißt, es wurde dann quasi auch dann übernommen, wenn sich sowas dann lang genug festsetzt. Also ich finde das faszinierend. Ja, also wenn du es dir mit dem Stadtschreiber verscherzt hast, dann... Dann ist blöd. Ja. Dann bist du das Arschloch. Ach so. So okay. Bist du fertig mit der Geschichte? Ja, ich bin durch mit meinem Arsch. Dann könnte ich natürlich nahtlos, Stichwort Arschloch, da muss ich mal an Hipster denken und mit meinen Hipster-Vornamen weitermachen. Also stellen wir uns einfach hinter jedem Namen, den ich vorlese, den Nachnamen Arschloch vor. Können wir ja machen. Das Baby namen ABC aus Berlin hat sich die Schweizer Illustrierte mal gegeben und hat sich an der Berliner Vornamenstatistik, das ist eine amtliche Statistik, mal ein bisschen kundgetan und die lustigsten Namen so aus Berlin-Mitte und Umgebung zusammengetragen. Und ich lese jetzt nicht alle vor, weil ihr mögt das ja nicht, wenn ich immer so länglich hier referiere. Aber fangen wir einfach mal an. Es gibt in Berlin, Lichtenberg, ein Mädchen, das heißt A wie Amen. Dann gibt es einen Jungen B, der heißt Braun Akum. Arschloch. C wie Cherry, das ist harmlos. Und jetzt D, ein Babybub. Also das ist eine Schweizer Zeitschrift, deswegen sagen schreiben die Babybub aus Reinickendorf, der heißt Dudu. Dudu. Dudu Arschloch. Stottert auch noch. Dudu Arschloch. Dudu, oder wie einer, das Auto, jetzt, ja? Wer, du wirst den Film kennen, F. Fuchur. Da ach ja, unendliche Geschichte. Der Drache ja, aus der Drache, ja. Dann Indigo, Jade, das ist auch Indigo ein neuer ist eine Trend. Farbe, Jade? Jade, also Jade. Okay. Das ist ein neuer Trend des doppelten Doppelnamens, also des Doppelvornamens, mit, also so wie Beef Rogers oder Prollo, Sama, Ben. Das ist auch so ein Trend. Ich gucke noch mal. Lillebror. Okay, das klingt nach Astrid Lindgren. Dann hier M. Mixeli. Stell dir mal vor, der kleine Mixeli Werner oder Mixeli Schneider. Möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Nennst du dein Kind? Oder hier Onochie. Das klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Onochie in Neukölln. Hat jemand sein Kind Onochie genannt? Prinz Eugen, das ist auch schön, so Prinz Englisch, Prinz Eugen. In einem Wort oder in zwei? Ja, in Bindestrich, Prinz Eugen. Ich gucke nochmal, Royalty ist auch sehr geil, Royalty Schmitz oder so. Mhm. Also die kleine Royalty bitte zur Information kommen. V Viking, Wolke kennt man auch noch. Geilster Name ist eigentlich Jeboa. Hat einer sein Kind Jeboa genannt. Frankfurt-Fan. Frankfurt-Fan, ja. Also es geht noch weiter. Das ist eine ganz lange Liste dann verlinkt. Die erspare ich euch jetzt heute. Aber das war nur so ein ganz kleines Best-of. Ich finde es. Oder Spendilove. Die kleine Spendilove aus Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, wer nennt denn seine Tochter Spendilove Schmitz oder Spendilove Schneider? Ich frage mich eher, wie die durch die Registratur gekommen sind. Weil ja, genau. Das ist ja auch so eine Frage. In Berlin geht offensichtlich alles. Und was macht die AfD und Co., die ja auch immer gern die Namen wissen wollen, um irgendwie darauf zu schließen, ob das irgendwie ethnisch bedingte Straftaten sind oder nicht? Also ich meine, der Nachname ist ja dann vielleicht auch schon nicht mehr Biodeutsch, sondern nur Passdeutsch. Also insofern, also das macht es ja noch schwerer. Ja, was denken die, wenn da ein Mädchen kommt, das heißt mit Vornamen Nyx, wie die Göttin der Nacht? Ja. Tja. So, jetzt also ich glaube, die meisten AfD-Wähler werden es nicht assoziieren. Ja. Jetzt pass mal auf, ich habe hier, um das auch mal zu beginnen in dieser Folge, was aus Österreich mitgebracht, beziehungsweise mein Bruder hat es mitgebracht und ich überbringe es euch. Sölsch, also ich habe mich schon gefragt, darf das Sölsch heißen, wenn es hier auch Kölsch gibt? Wo ja Kölsch irgendwie auch so strengen Regeln unterliegt, irgendwie nur gebraut werden darf, wo man den Dom sehen darf und dann Markenrechte und so weiter, aber ist mir wurscht, Sölsch aus Bier aus dem Ötztal. So, und das ist eine sehr schicke Flasche. Aber auf jeden Fall, das ist ja eigentlich eine Dosenflasche. Ist das auch so alt wie Ötzi? Flaschendose. Ich glaube, das ist auch so alt wie Ötzi, ja. Also, das offizielle Bier der Bike Republic Sölden. Ach, Sölden, deswegen Sölsch. Mhm. Ötztal, das ist Sölden, ja. Bier aus dem, da steht so richtig so, Bier aus dem Ötztal. Eklor. Eine pechschwarze Eklar. Aluflasche. Ja.
Vollbier unfiltriert hell. Also quasi, der Ben hat recht, es ist im Prinzip eigentlich dreiviertel Dose und dann oben aber doch ein Flaschenhals und zu öffnen aber auch wie eine Dose, obwohl Kronkorken oben drauf. Stimmt, ja, macht da so eine Lasche, wie eine Handgranate zieht man hier so eine Lasche auf. Geil. Boah. Also das ist für mich, zieh mal hier wie so ein kleines Verhütterli, das ist für mich schon mal hier allein das, die Handhabung ist schon mal sehr geil. Du hast uns doch letztens diese Miller oder irgendwie diese amerikanische Bierflasche gezeigt. Ja, das war ja auch so eine Aluflasche. Genau. Dann nur knallrot und hier richtig schwarz. Also man erwartet eher irgendwie jetzt so Lakritzbier oder so. Mhm. Riecht nach Bier. Ja, helles soll das ja sein, ne? Also österreichisches Helles, das verspricht ja einiges. So, sag mal, ich will das nicht spoilern, aber damit du hier nicht so ganz leer sitzt, ich habe nämlich auch an euch gedacht und da kannst du jetzt schon mal mit anfangen, die anderen kriegen das später. Ich war beim Portugiesen einkaufen. Beim Portugiesen? Ja. Und Moment. Habt ihr ein alkoholfreies Sagres mitgebracht? Das wirklich, wow, ein 0-0er. Ja. So, dann kannst du nämlich mit uns anstoßen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. So. Sehr gerne. Und während ihr das Bier probiert, kann ich auch gerne anfangen mit meinem wirklich wertvollen Verbrauchertipp für die vielen Südeuropa-Reisenden, die wir hier so in Deutschland haben. Also übrigens sehr lecker. Hm. Ne? Bruder von Sammer, sehr lecker. Ich werde es weitergeben. Ich werde es weitergeben. Er wird sich freuen. Kleiner Bruder, genau. Also, er wollte nur den Sonnenuntergang auf der Baleareninsel Ibiza genießen. Doch genau das wird einem 19-jährigen Urlauber aus Wales im vergangenen Spätsommer zum Verhängnis. Denn plötzlich merkt er, dass ihn etwas in die rechte Hand sticht. Der junge Brite denkt sich nichts dabei, bis zum Schock am nächsten Morgen. Die Hand ist angeschwollen, lila gefärbt. Aufgrund des Bisses einer? Dieser Drachenfisch da, dieses Drachenteil? Nein, Drachenteil sagt mir jetzt nichts. Die Drachenqualle da, dieses Vieh, was sich von Quallen ernährt. Und Ölkäfers. Der Ölkäfer ist ein gutes Stichwort, aber er ist es nicht. Den Ölkäfer können wir am Ende auch noch mal gern ansprechen. Der bekannte Technorochen, der auf Ibiza sein Unwesen treibt. Der Technorochen, ja, genau. Nein, es ist tatsächlich die braune Violinspinne, aufgrund derer ihm am Ende, und jetzt passt auf, das wäre mein nächster Tipp gewesen, die braune Violinspinne. Ja, ihm mussten zwei Finger amputiert werden. So. Oh, scheiße. Das, ja? Der Violinfinger. Das ist echt scheiße. Denn es handelt sich um eine Giftspinne. Spinne, also um es hier ganz korrekt mal zu bezeichnen, der Gattung Loxosceles, wie auch immer man das dann korrekt ausspricht. Und da gibt es die braune Violinspinne und die braune Einsiedlerspinne, die in Südeuropa wohl mehr und mehr auftauchen und wo die Experten, wie so oft, schon sagen, dass wir die auch bald in Deutschland begrüßen dürfen, wegen des Klimawandel. Wir haben doch schon so viele braune Einsiedler. Spinner. Das sind auch Spinner, ne? Braune Einsiedler. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, das pass auf. Es gibt ein paar Probleme bei dieser Spinne. Man könnte jetzt sagen, ja gut, ist nicht das erste schlimme Insekt. Aber das zwei Probleme. Erstens, das Tier ist zwar überhaupt nicht aggro, also es würde Menschen niemals angreifen, eher defensives Tier. Aber es liebt dunkle Ecken, wie zum Beispiel in Schubladen zu kriechen, Kleiderschränke, Klamotten und so weiter. Es verkriecht sich gern. So. Und wer dann irgendwie da rumkramt und dann gebissen wird, der hat dann noch ein zweites Problem. Mal abgesehen davon, dass eben die Spinnen wohl in diesen Bereichen sich gern aufhalten. Nämlich, was eben schon auch angedeutet wurde, das Ganze fühlt sich eher an, als hätte ich eine Mücke oder so gestochen. Also du nimmst das zwar wahr, aber du kommst im Leben nicht drauf, dass dich da gerade eine echt giftige Spinne gebissen hat. Die Leute registrieren es so ein bisschen und dann juckt das auch so ein bisschen und du denkst, ja, da war irgendeine Mücke oder irgend sowas unterwegs. Du kämst im Leben nicht auf die Idee, dass da dich gerade eine giftige Spinne gebissen hat. So, das ist natürlich ein Riesenproblem, denn am nächsten Tag
hast du dann irgendwie, wie hier in dem Bericht, eine vollgeschwollene Hand. Wenn du schlau bist, gehst ins Krankenhaus, aber eventuell hilft dir auch das nicht weiter, weil auch die Ärzte in den seltensten Fällen drauf kommen, auf diese Spinne als Ursache zu kommen. Und du musst da schon relativ schnell Gegenmaßnahmen ergreifen, weil tatsächlich dir die Finger oder was auch immer abfaulen kann. Das fault dir in relativ kurzer Zeit ab und es kann am Ende des Tages sogar theoretisch zu Nierenversagen und zum Tod führen. Ei. Ach je. Was sagt ihr dazu? Ja, finde ich jetzt irgendwie fies. Ja. Scheiß Klimawandel. Ich klebe mich hier beim Beef jetzt an dem Tisch fest. Genau. Lichter waren, wenn sie nur in dunklen Ecken sind. Ja, ja. Gut, aber in Schubladen, ich meine, das ist ja schon, also, ja. Wie verbreitet sind die denn? Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt demnächst bei uns in Schubladen sitzt? Du sagst ja, die kommen auch zu uns demnächst? Oder ja, sind die also, schon da, also, die sind wohl noch nicht wirklich da. Da sind irgendwelche anderen Spinnen im Moment, die durch die Medien gehen, die tatsächlich schon da sind, aber ungiftig sind. Ich habe jetzt gerade die Namen vergessen. Ja, die Fette noch? Da, die letztes Jahr gehypt hat. Ne? Ja, da gab es tatsächlich eine, die gehypt. Die hatten wir auch im Garten tatsächlich. Ja, ja, die ist ja uninteressant. Aber nein, man geht davon aus, dass die, es ist unvermeidlich sozusagen, die wandert ja dann eventuell auch über irgendwelche Gepäckstücke ein. Und wir haben es hier jetzt mittlerweile auch warm. Also sie ist wohl noch nicht da, aber sie wird kommen. Und wo war das jetzt? Das war Ibiza. Das war Ibiza. Ja. Shit, ich war im Sommer in Spanien Urlaub. Ah. Mist. Und was abgefault? Mal schauen, ich fahre ja erst. Hast du irgendwelche dunklen Ecken? Ich wollte eigentlich faulenzen, aber nicht also, abfaulen. Ja, abfaulenzen. Soll ich euch aber, mal... Soll ich ja, also ich ganz kurz, also ja. Jetzt mal einen nüchternen Blick da drauf. Also ja, ist jetzt so, ich kann jetzt keine Zahlen einschätzen, wie viel das jetzt auch betrifft oder wie groß das Problem sonst auch ist. Ich meine, sie kommt ja auch irgendwo her. Also ich weiß nicht, war sie vorher in den Tropen oder Subtropen ja, unterwegs? Es gibt da ja wohl Chile und so, da gibt es... Sehr viele davon. Also ich glaube, man wird wie mit vielen anderen Dingen auch einen Umgang damit finden müssen. Ne? Also genauso sterben jedes Jahr auch ein paar Leute an Zecken und Bissen. Also auch das nichts Neues jetzt. Also da muss man wahrscheinlich irgendwie versuchen, einen Angang zu finden. Das ist leider so. Ja, ja. Das es mag ist sicherlich dem Klimawandel geschuldet sein. Es ist aber wahrscheinlich einfach so. Es gibt halt einfach auch viel mehr Menschen, die in den letzten Winkel auch vordringen mit allen möglichen, zu allen möglichen passenden und unpassenden Gelegenheiten. Auch das ist ja ein Thema. Und da dann alles mitbringen, genau. Oh. So ist es, ja, genau. Es ist halt nur wahnsinnig wichtig, dass das bekannt wird. Das Ganze ist tatsächlich auch hier, der Artikel nimmt da auch auf häufiger Bezug, im Ärzteblatt auch ein Bericht darüber erschienen, aus dem Grund, um das bekannt zu machen. Weil auch viele Ärzte da erstmal nicht dran denken und man muss schnell sein. Also ich lese mal hier gerade vor, noch, damit ihr auch im Bilde seid, wenn ihr dann jetzt betroffen seid vielleicht. Ist was für ein Ben, wenn was der da hinfliegt? So, ja, genau, was so alles passieren kann. Ja, ich bin auch ganz im Süden von Italien. Nach 2 bis 8 Stunden starke Schmerzen, Schwellung, lokale Zyanose, das ist eine bläuliche Verfärbung der Haut, Quaddelbildung, Hautnekrosen und so weiter, Ödembildung, nach 24 bis 48 Stunden Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Blasenbildung, zentrales Ablassen des Erythems, Beginn einer unregelmäßig begrenzten zur trockenen Nekrose. Blutvergiftung. Nekrose ist dann, glaube ich, Blutvergiftung. Ja, also wenn das Gewebe abstirbt. Absterben des Gewebes, genau. Damit ist gemeint, dass dieses Abfaulen der Haut, genau. Und nach 2 bis 3 Tagen droht sogar akutes Nierenversagen durch Hämolyse möglicher Tod. Okay. Also schnell sein und das einfach im Kopf haben. In 2 Worten. Oh, shit! Was ich aber auch gemerkt habe, das wäre jetzt möglicherweise ja auch mal ein Text für unsere Grundschulkinder. Das, da habe ich jetzt ja auch gerade mit, die haben ja auch, also ist ja ganz aktuell. Die können doch gar nicht lesen. Ja, das wäre ja mal spannend, dann irgendwie sowas vorlesen zu lassen, dann irgendwie. Also, dass man da nochmal die Herausforderung vielleicht ein bisschen annimmt. Zyliolose, Dialyse, Nekrose. Genau. Ja. Nekrose, dicke Hose, ja. Ja. Das ist so. Ja, ah. Stimmt, da haben wir ein Problem. Ich sage es euch. Was machen eigentlich die Pinguine, Prollo? Die Pinguine? Oder was war das? Nashörner?
Vergessen. Löwen. Seelöwen. Seelöwen. Oh, das war's. Ja, pass auf, die Seelöwen. Die Seelöwen, das sind ja meine Spezialfreunde, der genau. Strandmeister. Ja, ihr kennt ja das Lied nee, In das the Navy von den Village People. Und da ist ja neben dem Indianer und dem einen ist auch ein Seelöwe dabei. Ich fange nochmal von vorne an. Folgendes. Ich überlege gerade, welche Village People du meinst. Der mit dem einen so Auge und dem ja Holzbein nicht, wahrscheinlich. Genau. Egal. Seelöwe? Also von vorne. Niemand Geringes als die US Navy lässt nämlich die Seelöwen eigentlich zu Forschungszwecken, aber auch so ein bisschen zur Unterhaltung spielen. Was spielen denn die Seelöwen? Ball. Mütze, Glatze. Was spielen die denn? Ball ist auf jeden Fall falsch. Mit Ringen spielen sie auch gerne im Zoo zumindest. Nein. Die mit spielen, ihrem Essen? Die spielen... Karten, na, Mau Mau. Da Flossenklatschen. Fast. Die spielen Computerspiele. Ach so. Das hätte man drauf kommen können. Das sind junge Seelöwen. Was so ein Seelöwe halt mal macht, ne? Und also konkret in San Diego Bay in Kalifornien ist zum Beispiel der Seelöwe Spike einer der Zocker. Spike ist jetzt, das wird aus irgendeinem Grund in dem Artikel auch betont, ist nicht der richtige Name des Tieres, sondern sein Gamer Tag. Der heißt wahrscheinlich in Wirklichkeit Royalty oder so. Oder, ja, genau, Nebuchadnezzar. Ist ja auch, ne? Und die spielen da so ein bisschen auf so einer Controller, hab mir da mal ein Foto angeguckt, da geht es eben oben, unten, links, rechts, wie das so ein alter Atari-Controller sein könnte. Und dann machen die so kleine Navigationsspiele, also irgendwie so durch so ein paar Level navigieren, so ein bisschen labyrinthmäßig. Und das scheint den Löwen zu gefallen, Seelöwen. Und dann haben die so ein bisschen, ich weiß, es ist tatsächlich völlig unklar, auch in dem Originalartikel von der Navy selber, was das Ganze soll. Aber offenbar sind die Seelöwen da im Dienst. Und ein bisschen dient der Unterhaltung. Aha, und jetzt? Ja, das war es eigentlich schon. Also Seelöwen spielen Computer. Und den Rest würde ich sagen in die Shownotes. Ja, aber warum? Also einfach nur, weil denen sonst zu langweilig ist. Die Bälle waren aus oder weil die mit der Zeit gehen wollten. Und was hat die Navy damit zu tun? Also was ist deren vielleicht Interesse? Vielleicht ist es ja auch geheim. Ja? Jedenfalls, es gibt ein US Navy Marine Mammal Program, also quasi direkt Tierforschung in der Navy. Und das gehört wiederum dem Naval Information Warfare Center an. Ja, aber das deutet doch schon darauf hin, dass sie die auf irgendwas trainieren wollen, dass sie, mit einem Joystick umgehen oder irgendwelche dressierend werden, irgendwelche Pads zu drücken, ne? Irgendwo hinzutauchen, irgendwas auszulösen, keine Ahnung. Das ist total bizarr. Warfare-Zentrum. Vielleicht sitzen wir da auch irgendwie einer Verschwörung auf. Das sollten wir auf jeden Fall mal hier dranbleiben. Letztendlich wird hier beschrieben, dass diese sogenannte kognitive Bereicherung, übersetze ich das jetzt mal, einfach weitere Forschungswege eröffnet, um Seetiere länger und gesünder bei Laune zu halten oder bei Leben zu halten. Ja, vielleicht geht es auch tatsächlich, wie der Ben sagte, um was ganz anderes, um irgendwelche, man kann ja tatsächlich auf Verschwörungstheorien kommen, vielleicht sollen die auch demnächst nur in der Lage sein, dann zum Beispiel irgendwelche Gaspipelines unter Wasser zu sprengen. Durchknabbern. Ja, oder da ist dann ein Computer angebracht und dann die lösen das dann lösen aus. Das aus. Ja. Weil es ist doch warum soll die Navy das uns machen? Das ist ja jetzt nicht gerade WWF oder so. Ein Taucher schwimmt runter und bringt einen Computer an, der Dings an, der dann. Nee, die sind da schon im Servicebereich. Also, die sind jetzt nicht zu Hause unter Wasser, die Seelöwen. Aha. Ja, aber der Vorteil ist ja, Beef, dass dann der Mensch ist dann schon weit weg, wenn das Ereignis passiert. Dann gibt's, du siehst ja jetzt, wie es hier in der Realität gelaufen ist. Es wird geguckt, welche Boote waren in der Nähe. Ne? Dann sind dann gar keine Boote, da waren da eben nur die Seelöwen. Tja, das ist natürlich aber wenn man doch den Artikel, dann sind wir doch jetzt quasi hier die Whistleblower, dass wir quasi das jetzt schon an die Öffentlichkeit rausgeben. Ja, weil keiner diese Zeitung liest und unseren Podcast hört. Wenn es demnächst in deiner Telefonleitung knackt, dann weißt du warum. Dann werde ich mal schön groß und dann werden wir berühmt. Das ist doch toll.
Ja, also der Spaßfaktor wird in diesem ganzen, in dieser ganzen Veröffentlichung irgendwie sehr penetrant in den Vordergrund gerückt. Ja, Delfine gibt es übrigens auch. Die werden da auch mit bespaßt. Und ja, kann natürlich sein, wenn der Seelöwe die nächste Pipeline anschwimmt, dann ja. Der Seelöwe heißt aber, wie gesagt, Spike und nicht irgendwie Wladimir. Ja. Ich habe übrigens überlegt, vielleicht gebe ich meinen Job dran und werde Künstler. Weil ich habe jetzt hier einen Artikel, da geht es um ein Kunstwerk. Ich beschreibe das Kunstwerk mal. Es ist eine Banane, die mit einem Streifen Panzertape an der Wand geklebt wurde. Und das hat das doch Kunstwerk einer gefuttert. Ist verkauft worden. Das hat der, also der Künstler, sein italienischer Künstler, Maurizio Cattelan, hat sein Werk vor ein paar Jahren für 120.000 US-Dollar verkauft. Ja, wie war das? Aber das hat doch einer gefuttert. Das ist doch das Ding, das was irgendwie Story, in Korea einer gefuttert hat. Genau, ein Kunststudent, der Kunststudent Nohin So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mein Koreanisch ist so ein AKA bisschen eingerichtet. Royalty. Genau, der hat die Banane aufgefuttert. Und genau, und hat am Anfang gesagt, also dann, also er hat das mit seinem Kumpel, der war dabei, der hat dann auch ein Video gemacht, der hat das dann quasi abgefilmt und man sieht dann, wie er das Panzertape löst, die Banane runternimmt, schält, 5 Bissen, isst sie und klebt dann die Bananenschale wieder an die Wand. Und das ist, finde ich, die wahre Kunst, ja. Weil ich habe nur diesen Artikel über das Futtern gelesen und da stand ja eh, dass sie alle paar Tage ausgetauscht wird. Genau. Also es ist nicht die Banane, die da für 100.000, sondern einfach ein sich immer wieder revolvierendes Kunstwerk. Ja, das hätte ich jetzt nämlich als nächstes sonst gefragt. Also so eine Banane, wenn du eine frische nimmst und also das ist ja irgendwie nicht von Dauer, nicht nachhaltig, die Kunst. Und ist denn jetzt die mittlerweile sehr braune Schale noch darunter oder wird jetzt immer die Schale ausgetauscht? Nee, es wird immer wieder die Banane ausgetauscht, weil es ist ja so, das ist, also am Anfang hat der Student, der das dann gefuttert hat, hat erstmal als Begründung angegeben, er wäre einfach nur hungrig gewesen. Er hätte nicht gefrühstückt und wäre hungrig gewesen. Hat danach aber zugegeben, das ist dann hier, was Ben aussagte, dass er habe sich gefragt, ob man es nicht auch als Kunstwerk interpretieren könnte, wenn man ein modernes Kunstwerk zerstört. Er habe es lustig gefunden, die leere Bananenschale später wieder an Ort und Stelle zu betrachten. Ich im Übrigen auch. Ich finde es auch lustig. Ja, aber was, was passiert denn da jetzt dann künftig? Kommt dann immer irgendjemand, der die leer futtert? Also ja, das ist ja einmal gemacht, dann ist es dann auch öde. Also es ist tatsächlich so, dass ich sowohl, also dass das Museum, wo das Kunstwerk ausgestellt wurde, hat auch entschieden, dass sie nicht gegen den Studenten vorgehen, also ihn nicht irgendwie verklagen. Und auch der 62-jährige Künstler, der lebt in New York, hat auch gesagt, no problem. Weil es sei zunächst ohnehin das erste Mal, dass die Banane verspeist worden wäre und genau, und hat dann quasi, also er sagte halt, es wäre halt so, dass es ginge auch bei ihm, bei dem Kunstwerk eben nicht um die Banane als solche, sondern auch um den, wie soll ich sagen, also diese Banane sei austauschbar. Es geht quasi nur um dieses Gesamtambiente und die Fragen, die man sich dann dazu stellt. Ja, und sind aber welcher Idiot hat denn das eigentlich für 120.000 Dollar gekauft? Ja, das ist die Frage, ist das eigentlich inklusive hat er das Klebeband dann gekauft und ein lebenslanges Bananenabo? Sieht nach normalem Gaffertape aus. Also das ist jetzt irgendwie auch nichts Besonderes. Also ich habe halt auch so für mich gedacht, also der hat, also das, der Materialwert des Kunstwerks, was kostet eine Banane? 30 Cent, 50 Cent? Ja, aber sind die denn jetzt wieder dann dazu übergegangen? Ja, immer wieder die Banane frische Banane? Ja, ich meine, dann ist ja noch nicht mal der Wert der Banane eigentlich in Rechnung zu stellen, weil die muss dann derjenige, der es kauft, ja auch jetzt täglich selber austauschen. Ist das nicht inklusive? Du denkst zu rational, das ist Kunst. Das hat mit Vernunft nichts zu tun, nee, zwingend. Nee, das ist bescheuert. Also, wer ist bescheuert? Der, der es gemacht hat oder der, der es für 120.000 Dollar gekauft hat? Ja, aber warum kaufe ich das Ding für 120.000 Dollar, wenn ich ein Panzertape mir selbst kaufen kann? Ich kann mir auch eine Banane selber kaufen und dann klebe ich es mir selbst an die Wand. Das ist jetzt mal eine schöne Debatte. Jetzt ist dir aber einer zuvor gekommen. Also erstens mal, genau, hättest du ja machen können, der hat es halt gemacht. Das ist das eine. Die zweite Frage ist, und das jetzt, da sind wir ja bei so einer Kunstdebatte, das ist ja, gibt es ja bei vielen Dingen. Also auch, ich meine jetzt, Beuys ist ja nur auch ein, ist auch mal anerkannter Kunstwerk, die Fettecke mit Filz ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, ist überschaubar komplex irgendwie als in der Umsetzung und auch
in der Idee kann man drauf kommen, ist jetzt auch unspektakulär irgendwie. Und auch war, ich habe eins auch mal gesehen, war unspektakulär umgesetzt. Ja, ist trotzdem Kunst. Ich bin ja ganz bei dir. Ich habe ja auch gelernt, ne, der Kunstbegriff, Kunst ist ja im Grundgesetz geschützt, ne? Und ich habe gelernt, es gibt im Prinzip keine Definition von Kunst, weil jede Definition schon wieder eine Einschränkung, eine unzulässige wäre. So, also du kannst im Prinzip alles als Kunst, also das ist umstritten, aber kannst du im Prinzip alles als Kunst definieren und ihr habt da auch gar nichts gegen. Ich frage mich nur halt, wieso ich so viel Geld ausgebe, statt in den Baumarkt zu gehen und mir dann danach noch am Markt eine Banane selbst zu kaufen. Ja, ich glaube, das braucht, also Kunst braucht ja wahrscheinlich auch einfach eine gewisse Aufmerksamkeit. Und der ja. Trick wird ja da gewesen sein, der, wenn ich jetzt hier beim Beef eine Banane an die Wand klebe, dann schmeißt er mich raus und sagt, dann machen wir demnächst wieder bei dir im Bus. Aber der wird mir jetzt nicht 120.000 Euro dafür geben. Aber wenn du in dem entsprechenden Metier, vielleicht zur rechten Zeit, am rechten Ort, das platzierst und deine gewisse, also mit diesem Kunstbegriff, da ging es auch immer um dieses, was war das Merkmal, diese Schaffungshöhe oder ja. irgendwie. So, also ich es mein, muss halt so irgendwie, es muss halt irgendwas geschaffen. Genau. Du musst halt Kunst schaffen. Und wenn also, du das verkörpert kannst, dann ist der Preis ja unendlich, wenn es irgendeinen gibt, der dem das wert ist. Also ich meine, wir ja. können es ja andersrum, wir können es auch überspitzt formulieren. Also hier Leonardo da Vinci, wenn dem einer irgendwie 20 Mark für die Farben gegeben hätte, mehr war es dann erstmal auch nicht, ne, wo er seine Mona Lisa gemalt hat. Gut, er hat damals die Farbe selber angerührt, konnte nicht im Baumarkt kaufen, aber völlig egal. Also der Materialwert des Kunstwerks steht ja in keinem Verhältnis ja. zu dem Wert, was dann dem bemessen wird. Jetzt könnte man sagen, natürlich ist es möglicherweise wie soll ich sagen, aufwendiger, so ein Bild zu malen oder sowas. Oder das ist, glaube ich, das Ding. Man, bei so einer Banane aber hast du doch sofort das Gefühl, das könnte ich auch. Oder wenn einer auch. Da irgendwie das ist, scheinbar das ist, irgendwie Farben das ist, bunt auf eine Leinwand schleudert. Das ist genau, das ist ja? genau der Punkt. Muss ich jetzt irgendwie an den Big Lebowski denken. Deswegen bin ich ja auch auf das Prozedere eingegangen. Das ist doch der Punkt. Er muss ja sowieso in ein paar Tagen die Banane selber austauschen. Das heißt, sowieso zum Supermarkt rennen. Auch dieses Panzertape wird nicht ewig halten. Er wird sowieso zum Baumarkt gehen müssen und sich Panzertape holen. Also das ist bei, klar, wenn jemand ein Bild malt oder eine Zeichnung, der Materialwert ist gering. Aber das kann ich eben dann auch nicht gerade mal eben selber machen. Und bei dem Werk ist es ja sogar so, dass ich es selber machen muss. Nicht die Frage ist, kann ich das sozusagen von meiner Fähigkeit her, sondern ich muss es sogar machen, weil es nicht anders funktioniert auf Dauer. Aber der Artikel gibt doch selber die Antwort. Also der sagt ja sogar, also der Student, der das hier gefuttert hat, da hätte ja keine Sau nachgekräht, wenn es sein Kumpel nicht aufgenommen hätte und das dann eben wieder viral gestellt hätte. Und die dann eben diese Frage aufgeworfen hätten, oh, er hat ein Kunstwerk zerstört. Die Story dahinter ist ja, dass dieses Kunstwerk alle 3 Tage oder alle 4 Tage ohnehin zerstört wird, beziehungsweise vom Kurator des Museums zerstört wird oder von mir aus auch vom Hausmeister, keine Ahnung, der da halt sagt, gut, da zuppel ich gerade mal das Tape hier oben ab, mache eine frische Banane drunter und wieder dran gefummelt. Ja, aber der Austausch der Banane ist ja Teil des künstlerischen Werkes. Ja, die Banane ist ja in sich austauschbar, ebenso wie vielleicht, also wenn man sich überlegt, dass so eine Mona Lisa einfach da sitzt und die muss jeden Tag ausgetauscht werden, weil die, ja, und dann vor dem Hintergrund ist natürlich, wenn man die Banane sozusagen außerordentlich isst, ist es ja quasi Das Kunstraub. Das Kunstwerk ist weder die Banane noch das Tape, sondern das Kunstwerk ist, dass du auf die Idee gekommen bist, eine Banane an die Wand zu tapen. Genau. Und vielleicht in dem Moment, wo du das halt unsachgemäß auflöst, also weil die Banane noch gar nicht braun ist und ausgetauscht werden muss, hast du halt das Kunstwerk zerstört. Deswegen stellt sich auch die Frage, ob eine weitere Austauschbanane eigentlich noch, also verliert das Kunstwerk nicht dadurch, dass die eine Banane widerrechtlich gegessen wurde, seinen Charakter. Und ansonsten muss ich sagen, kein Kunstwerk ist so bescheuert, dass nicht irgendwer noch ein NFT davon kauft. Ja. Ja, aber ich fand tatsächlich die Idee, einfach die gegessene Banane, das ist für mich viel mehr Kunst. Die Bananenschale dann, ja. Also genau, also die Bananenschale, danke, an die Wand zu kleben, fand ich eigentlich ganz charmant.
Naja. Also ich fand es auch, also ich habe auch, wie gesagt, bei dem Artikel, wo ich ihn gelesen habe, dachte ich, okay, ja, dann, wo sich dann aber klärte, auch im Artikel dann aufklärt, dass das ja schon auch eine bewusste Geschichte war und eben nicht nur so der Hunger war und sonst und auch was dahinter steckt. Das ist ja auch ein Kunststudent, nehmen wir auch nochmal mit, der das da gemacht hat. Das heißt, der ist auch so ein bisschen vorgeprägt in den Themen. Vielleicht war das so eine Bachelorarbeit. Ja, das ist halt, also wie gesagt, auch das gab es ja schon. Das war doch auch so ein Banksy, der dann quasi das gekaufte Kunstwerk dann wurde geschreddert im Rahmen. Ne? Also auch da war ja die Zerstörung quasi der Akt der künstlerischen. Und er hat, also der Legende nach, das ist ja jetzt genau mein Metier, wollte er es ja tatsächlich komplett schreddern und der Mechanismus habe versagt. Also er hängt ja dieses Bild so halb geschreddert daraus. Und die, ich glaube, es war eine Dame, die das gekauft hat, die hat es ja dann trotzdem gekauft und irgendwie ein paar Jahre später hat die das, glaube ich, fürs Vierfache schon wieder verkauft. Ja. Also ich wäre sehr gespannt gewesen, wenn es geklappt hätte, ob das dann auch so gewesen wäre. Dadurch, dass das da unten so baumelte, war es halt noch ein viel, viel geileres. Also das, was Besseres. Vielleicht stimmt das auch alles gar nicht. Und ich unterstelle dem Banksy jetzt nicht, dass er das Geld braucht. Aber dadurch, dass es nicht geklappt hat, ist das wirklich noch mal extrem erhöht worden. Klar. Also was Besseres hätte der Frau eigentlich nicht passieren können, weil das war ein ganz normales Stencil eigentlich. Mhm. Total geile Geschichte, ja. Der gute Banksy. Ja, wie kriege ich da jetzt eine Überleitung hin? Also Kunst. Happy Banksy to you. Soll ich Penis sagen? Nee. Ich will weg. Ich will weg von diesem Penis-Podcast und mehr zu seriösen Themen kommen. Nämlich zum Beispiel zu meinem lutschenden Hotelmanager. Stellt euch vor, ihr checkt ins Hilton Hotel in Nashville, Tennessee ein und wacht morgens um 5 auf, weil irgendwie euer Zeh sich so nass anfühlt. So als ob das irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann guckt ihr dahin und seht, dass gerade der Nachtmanager an eurem dicken Zeh lutscht. Zimmerservice. Ach du Scheiße. So wirklich geschehen in Nashville, Tennessee. Okay. Der Hotelgast hat den Nachtmanager dabei erwischt, wie er sich in das Zimmer geschlichen hatte. Da hat er sich die Karte nachgemacht und dann dem Typen am Zeh lutschte. Und er hat dann gesagt, er sei im Zimmer gewesen, hätte aber eigentlich nur eine Rauchentwicklung gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Rauchentwicklung am Zeh? Nein, im Zimmer. Wieso der dann mit dem offenen Mund am Zeh das löschen wollte? Es gab auch keine Rauchentwicklung. Also den haben sie rausgeschmissen. Und dann hat man festgestellt im Nachhinein, dass er auch schon wegen Mordes vorverurteilt ist. Er hat schon mal in einem früheren Leben seinen Mitbewohner erschossen. Also hat er noch Glück gehabt, dass er dem nur am Zeh gelutscht hat. Das ist Glück im Unglück. Also schon ein ziemlicher Psychopath. Welche Zeitschrift ist das? Fußfetisch aktuell? Nee, Fokus. Also fast in der Fokus. Fast das ist dasselbe in grün. Und hat dieser Typ jetzt, dieser vorverurteilte Mörder, jetzt Nagelpilz im Mund? Hoffentlich. Also wer mich kennt, weiß, dass ich Füße echt ekelhaft finde. Ich finde schon den Gedanken an Füße ekelhaft. Und ich finde den Gedanken, dass irgendeinem, ob Männlein oder Weiblein, am Fuß rumnuckelt, finde ich so richtig, richtig ekelig. Da muss ich fast kotzen, wenn ich drüber nachdenke. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, es ist irgendwie der Nachtmanager in irgendeinem Hotel, den ich nicht mal kenne, und du wachst da auf, ich glaube, ich würde den dann erschießen in dem Moment. Also wir fassen mal zusammen. Der Ben hasst Füße und der Ben hasst es, Klopapier einzukaufen. Also wenn er jetzt jemanden barfuß in einem Drogeriemarkt mit einem Paket Klopapier unterm Arm findet, ist das, glaube ich, so ziemlich das Ekelhafteste, was der Ben sich vorstellen kann. Wieso? Ich habe nicht gesagt, ich hasse es, Klopapier einzukaufen. Ich muss mir dann immer vorstellen, also wie in diesem einen Sketch, dass die Leute dann immer sich vorstellen, wie ich gerade scheiße. Achtung, dieser Mann scheißt. Er will scheißen gehen. Scheißen, Alter. Scheißen geht doch wieder. Jetzt nach die gute Überleitung ist ja, hast du ja eben jetzt zerredet, deswegen jetzt die schlechte. Der Beef ist nämlich ein Jahr älter geworden.
Und da habe ich dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Ach, das ist aber ganz, ganz erfreulich für mich. So, im Namen der drei Herren. Ja, dann sage ich mal ganz freundlichen Dank. Das ist aber sehr schön. Oh. Du musst jetzt auch alle 6 Flaschen hintereinander noch in den verbleibenden 10 Minuten, die wir haben, reinziehen. Die sind auch bewusst nicht gekühlt, dass du nicht den Eindruck hast, du müsstest die jetzt mit uns teilen. Sehr geil. Senatsbock. Oh, das ist aber nicht. Also den kannst du mir den aufheben. Ja, den kriegst du. Oh, wow. Die Kronkorken sind aber. Das kann man fast schon kauen hier mit 10%. Ja, sehr geil. Also ich sehe jetzt hier so eine Auswahl an sehr exklusiven, besonderen Bieren. Ein Träumchen. Ja, das sage ich mal ganz freundlichen Dank. Das war die richtige Musik dazu. Das war der Einspieler. Sollte ein Lied werden, oder? Genau. Ja, vielen Dank. Das ist ganz entzückend. Lass es dir schmecken. Guck auch noch mal in den guten Kuchen später rein. Ist das okay für euch? Alles fein? Ja. Da sage ich ganz herzlichen Dank und freue ich mich sehr. Das ist sehr schön. Danke. Bitte. Also gefeiert haben wir ja letzte Woche schon hier an Ort und Stelle, was im Übrigen auch sehr schön war. Auch dafür danke. Oh Gott. Wollt ihr eigentlich noch ein Bier? Ich habe ja hier das für euch auch ein Portugiesen mitgebracht. Da musst du dein Geburtstagsgeschenk nicht auflösen. Moment. Und zwar gibt es in Köln Kerpen, glaube ich, oder ist gar nicht Köln, aber in der Nähe von Kerpen gibt es einen portugiesischen Supermarkt. Ah. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist wie in Portugal. Da gibt's alles. Also selbst den Bacalhau oder den getrockneten Fisch. Und nebenan ist noch ein Café-Restaurant, da gibt es dann auch portugiesisches Essen, portugiesischen Vinho Verde und so weiter. Und also, natürlich auch in Kerpen? Ja, in der Nähe von Kerpen, ich meine Kerpenfrechen irgendwie. Ja. Und das ist ein Bier, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, Coral. Klingt wie Waschmittel, Coral, ne? Coral, ja. Das fand ich sehr schön und dachte, das bringe ich mal hier für den Podcast mit. Aber leider war ich jüngst nicht in Portugal, sondern nur im portugiesischen Supermarkt. Nur in Kerpen. In der Nähe von Kerpen, ich meine Kerpenfrechen, irgendwo da. Ja, cool. Aber da könnte man auch mal auch noch mal einkehren und ein bisschen Spaß haben. Malzig, würzig, leicht trocken, langer Abgang. Steht das auf Deutsch drauf? Ja, das ist so ein Aufkleber. Du musst Importware. Haben die das übersetzt? Möglicherweise auch wegen der Inhaltsbeschreibung und das genau, Mehrwegflasche steht auch noch drauf. Das ist ja wichtig. Ja. So, Frage: Haben wir denn eigentlich alle Teaser schon aufgelöst? Sonst müssten wir da, glaube ich, nochmal liefern. Ja, den Kaka-Teaser hätte ich noch, aber ich will die Sendung nicht überfrachten mit den ernsten Themen. Ich habe noch mal einen Teaser mit die geschichtsträchtige Sache. Das ist auch eine kleine, das hätte apropos, das ist eine kleine Nummer. Ja, apropos Kaka-Teaser, also ich muss, glaube ich, darauf bestehen, den Kaka-Teaser zu hören, aus einem ganz einfachen Grund, damit ich endlich dieses Jingle abspielen kann. Hört nur, ich glaube, ich rieche was. So, zeig mir den Kaka-Teaser. Geht's denn kurz? Ja, es geht kurz. Es ist auch kurz gegangen. Und ich steige gleich mit dem Thema tief ein. Es war nämlich Boston Marathon. Ne? Für die Sportler unter uns, das ist ja auch schon ein sportliches Großereignis. Und jetzt hier von Ende April ist der Artikel. Und da hat jemand auf seiner Überwachungskamera offenbar von seinem Grundstück, das an der Marathonstrecke liegt, quasi live mitbekommen, wie ein Marathon-Teilnehmer seinen Garten betrat. Warum? Ja, ich kann es mir jetzt fast denken. Kannst du dir denken, ne? Richtig, er hat dem Typ in den Garten geschissen, hat sich die Hose hochgezogen und ist weitergelaufen. Oh Mann. So, mit Abputzen oder ohne? Das geht jetzt hier nicht explizit daraus hervor, aber offensichtlich ohne, weil die Uhr läuft ja auch. Ja, Gewinner nur ohne Abputzen. Sonst genau, gewonnen hat er tatsächlich nicht, aber der Typ, dem das passiert ist, der hat dann auch die Videos der Überwachungskamera direkt ins Internet gestellt, weil er sich halt aufgeregt hat, was scheißt der mir in den Garten. Ja, es gibt halt auch tatsächlich, muss man sagen, also es gibt 30.000 Teilnehmer an diesem Rennen und entsprechend auch eine Infrastruktur, wo auch das eine oder andere Dixi-Klo. Ja, aber wenn da 30.000 Typen draufgehen, kacke ich auch lieber einem im Garten, ohne Scheiß. Das geht wahrscheinlich auch schneller, bis du in so ein Häuschen rein und raus und hin und her bist. Kommt daher eigentlich der Begriff Flitzekacke? Also wenn da so ein Läufer, der flitzt da in den Garten. Lass mich kurz schauen. Nein. Aber ich habe letztens noch gelesen, bei der Tour de France oder bei anderen längeren Fahrradrennen ist das durchaus üblich, dass sie sich sowohl
Urinieren als auch Kacken einfach in die Hose. Oder das so ein bisschen, also es gibt so Segmente im Fahrerfeld angeblich, wo die dann ein Zeichen geben. Das ist auch für die Kameras klar, dass das gar nicht abgebildet wird. Müssen wir mal deinen Bruder fragen, der kennt sich ja in der Sportwelt aus. Und das ist sozusagen auch mit den Fernsehstationen so abgesprochen, dass sie so tote Winkel haben, wo die da sich dann wirklich das Bein runterpieseln. Genau. Einfach laufen lassen, und das soll wohl auch schon vorgekommen sein, dass da mal irgendwie Land mitkommt. Ne? Wenn's ein ganz, also manche haben ja dann auch tatsächlich von den Anstrengungen Durchfall, und das wird dann auf den gleichen Weg da einfach ein bisschen laufen lassen, dann kommt der Materialwagen, wischt da so ein bisschen drüber, und dann fahren die wieder ins sichtbare Fernsehbild. So ein bisschen wie beim Pferderennen. Genau, wird dann gleich beim laufender Fahrt abgekärchert. Abgekärchert, genau. Nein, aber also, ich habe das nur gelesen. Also mit dem Pinkeln, das kenne ich schon auch. Also das gibt schon beim Radsport, dass du dann einfach dir quasi in der Radlerhose das so ein bisschen passend machst und dann da quasi zur Seite runterpinkelst. Ja. Und das ist dann so. Also ob es nass wird oder nicht, ist dann egal. Geschwitzt bist du sowieso durchtränkt. Also das ist dann Wumpe. Ja, ja. Es gibt auch jetzt immer die Werbung vor der Tagesschau, es ist doch, glaube ich, Urinverlust. Der Mann mit Bart, der dann halbnackt plötzlich... Urinverlust? Ja, kennt ihr die Werbung nicht? Da hat sich jemand in deine Tagesschau... Der dann da steht, der steht dann da plötzlich in Unterhose, ansonsten blank, und irgendwelche Einsätze hat er da drin und man sieht es nicht, und es ist ganz sicher, da ist das mit dem Getröpfel vorbei. Ach, du meinst ja Inkontinenz. Oh, der nennt das Urinverlust. Oder wir nennen das politisch korrekt. Als kleine Selbstreferenz auf letzte Woche. Bulla-Alarm! Ja. So, das ist jetzt ja fast schon, also ich finde, die Geschichte brauchen wir noch, um ein bisschen das Niveau auch wieder zu heben. Ja, bitte, das weiß ich nicht, ob es das hebt. Also es ist... Nur ganz kurz für die Leute, die ihre Uhr danach stellen, weil es gerade so schön passt. Ich mache einmal den hier. Und dann machen wir noch ein bisschen Geschichte. Dann gibt es noch ein Quickie. Was war das nochmal? So ein geiler Quickie. Ja, was mit, sehr kulinarisches. Genau, mit Eiern wahrscheinlich. Nein. Und wir halten es aber auch ein. Nach einer Stunde, all die, die nicht Podcasts hören wollen, die länger als eine Stunde gehen, sollten jetzt abschalten. Ansonsten Beef. also es geht um einen österreichischen Zug, nennt sich Railjet, das ist da der Schnellzug quasi, und der ist jetzt dieser Tage gefahren, ganz normal, Linienverkehr, und ist dann plötzlich hat sich über die Bordsträuchanlage Hitler gemeldet. Ah, das habe ich sogar auch gelesen. Und ist tatsächlich, wurden dann quasi Sieg Heil und noch andere Texte da, und naja, das wurde dann irgendwie ganz erstaunlich, und das ist dann so, das finde ich so den charmantesten Teil des Ganzen, der da dabei ist. Wie ist das denn zustande gekommen? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich habe es gelesen, deswegen sage ich es. Für die anderen, die es nicht gelesen haben? Ich habe es nicht gelesen, und das muss wahrscheinlich auf der großdeutschen Verbindung gewesen sein. Die großdeutsche Landroute. Ich habe es auch nicht gelesen, aber ist das die Story, wo dann auch irgendwie irgendwelche Zugreisende, als sie es gehört haben, dann mal eben den Hitlergruß gemacht haben? Darum ging es jetzt nicht. Nee, es ist unfassbar viel banaler. Es ist einfach. Da waren irgendwelche Leute im Zug, die haben sie auch erwischt tatsächlich, und die hatten einen Vierkantschlüssel dabei. Und mit diesem Vierkantschlüssel kannst du diese Boxen aufmachen, wo diese Sprechanlage und alles drin ist. Und die haben die quasi geöffnet und haben da dann die Hitler-Texte quasi eingespielt. Vom Handy, genau. Es ist also unfassbar banal, wo ich mir denke, okay, einen Vierkantschlüssel kannst du in jedem Baumarkt für 2 Euro kaufen, vielleicht sogar nur 1,50 €. Und irre. Okay, also du kannst da so einen ganzen Zug beschallen mit. Also quasi manuelles Hacking. Ja. Ich frage mich jetzt aber noch, wieso, wenn man so einen Gag macht, wieso wählt man dann Hitler aus? Was waren das für Typen? Die hatten, glaube ich, also wenn ich das richtig gelesen habe, das ist nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Und die hatten wohl schon vorher auch irgendwie auch mal Kinderlieder oder sowas da drüber laufen lassen.
und andere Spirenzchen. Die haben das schon ein paar Mal, wie gesagt, gemacht. Und ja, also Kinderlieder ist ja noch lustig, aber irgendwie so den ja, größten Massenmörder aller Zeiten. Ja, warum sie dann diese Hitler-Dinger, also ich habe das jetzt nicht nachvollziehen können. Es geht um die Provokation, glaube ich. Ja. Das ist so der Witz dabei. Ne? Das ist jetzt ja irgendwie, kann ich jetzt sagen, ob das jetzt noch irgendeinen rechtsradikalen Hintergrund hatte oder so, oder ob dann ein paar Freunde von der AfD dann irgendwie mal in Österreich Urlaub gemacht haben oder aber auf jeden Fall aus deren Sicht ja wahrscheinlich Heimaturlaub, aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, also ich fand es eher, dass das Erstaunliche fand ich halt, dass man dieses Ding mit so einem Vierkantschlüssel aufmachen kann, den man sich wirklich, also dass es da so keinerlei andere Absicherungen gibt, sage ich jetzt mal. Und wenn es nur ein normales Schloss ist, Haustürschloss, einfach nur ein bisschen komplexeres Sicherheitsschloss, ja, sage ich jetzt mal, außer alles jenseits eines Vierkantschlüssels, ist ja kompliziert. Interessant, ne? Heutzutage redet man eigentlich nur noch darüber, wie man sichere Passwörter kreieren ja, kann. Und es kann auch so einfach sein. Deswegen also, nicht Vierkantschlüssel als Passwort. Vierkantschlüssel und als Passwort. Ich habe auch meine Passwörter geändert. Ich bin von 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du verstehst was von Boxen. Ich bin ein Fuchs. Ja. Ja. Ja, großartig. Hast du viel, kannst du das aber Chef. Sie sollten sich nicht diesen Nazi-Scheißer da geben. Also das finde ich, find ich natürlich auch. Anstrengend. Nidiot. So. Ja. So, soll ich zum Quickie kommen? Bitte. Ein Quickie mal. Ja, okay. Eier. Ihr mögt ja alle gern Fleisch. Fleisch. Richtig? Nehme ich an. Und ihr wollt ja alle auch die Umwelt schützen. Also Fleisch und Umwelt schützen ist ja so ein bisschen ein schwieriges Thema. Wir hatten schon mal ein anderes Thema deswegen im Podcast. Bens irgendwie Favorit oder Lieblingsthema hier, Laborfleisch. Und da ist ja im Moment einiges so in der Mache, hört man auch immer wieder. Und jetzt sind welche hingegangen und haben was richtig Geiles geschaffen, was vor allen Dingen den Beef freuen wird, nehme ich mal an. Da sind nämlich, ist glaube ich auch wieder ein Start-up, sind hingegangen und haben im Labor eine Boulette aus Fleisch eines Mammuts gezüchtet. Ja, warum? Vermutlich, weil sie es können. Mammutburger. Ja, Mammutburger. Mammutburger, ja. Eine Boulette aus Mammut. Und sie sind hingegangen und haben Zellen biopsiert, die, man hat tatsächlich DNA von Mammuts noch gefunden. Und die Reste dieser DNA, die durften so offensichtlich biopsieren und haben diese DNA-Sequenzen dann noch irgendwie, die sind nicht ganz komplett, da gab es ein paar Lücken. Diese haben sie dann mit dem Erbgut des afrikanischen Elefanten gefüllt, weil das irgendwie passt. Und dazu wurde das Ganze dann noch irgendwie mit, wie sie hier schreiben, heutigen Nutztierarten irgendwie kombiniert, so dass das Ganze funktioniert hat. Und da ist dann, ich habe jetzt kein Bild mit, aber ich habe da auch tatsächlich ein Bild von gesehen, da ist dann auch eine mega große Boulette gleich bei rausgekommen, nach dem Motto, wenn schon Mammut, dann muss es auch riesig sein. Ja, und haben sie so auch präsentiert, pressewirksam unter so einem Glasding und so weiter und so fort. Ach so, das war eine Boulette aus einem Mammut, nicht für einen Mammut. ja, aus einem Mammut, genau. Und jetzt, das ist eine scheiß Geschäftsidee, es gibt doch gar keine Mammuts, die du kaufen. Jetzt ist nur die folgende Frage, Beef. Ich meine, du bei dir Nomen est Omen, würdest du die probieren? Prinzipiell, warum nicht? Aber ich habe auch schon andere Fleischsorten gegessen, sage ich jetzt mal, und auch Nicht-Fleischsorten. Also, aber da bist du ziemlich mutig, muss ich sagen, denn derzeit darf die noch keiner probieren, weil noch nicht untersucht wurde, wie der menschliche Körper auf das 4000 Jahre alte Protein reagiert. Also das, wie sie das rausfinden wollen, vielleicht kannst du dich als Freiwilliger melden. Ja. Erst das und dann ist gut. Und sehe ich, ob ich Haarausfall kriege oder nicht. Aber warum, also das ist wahrscheinlich einfach auch Marketing dann, oder? Also dass man einfach sagt, wäre das nicht geil, so eine Mammutfrikadelle
Ja. Also wirklich mit Mammut. Wir haben auch Jurassic Park eigentlich völlig falsch interpretiert. Die Leute wollen Saurier-Schnitzel. Ja. Ja, das war eigentlich so ein Bauernhof. Zoo, was völliger Unsinn, ja. Schnitzel. Also es, ja. Es ist tatsächlich wahrscheinlich natürlich eine Marketinggeschichte, denn dieses Unternehmen möchte künftig auch weitere außergewöhnliche Arten heranziehen, um entsprechendes Fleisch zu züchten, darunter Alpakas, Büffel, Krokodile, Kängurus, Pfaue und verschiedene Fischarten und so weiter. Also ich meine... Ja gut, aber die sind ja, noch existierende Tierarten. Aber eben seltener und du kannst natürlich, also ich sag mal so, wenn du das hinkriegst mit dem Krokodil, kannst du dir theoretisch im Aldi Krokodilfleisch anbieten, wäre ja schon, sag ich mal, eine andere Verbreitung. Ja, aber also ich, du hast recht, ich fand das damals geil, diese Geschichte, dass man da so ein Schnitzel oder ein Steak aus dem Reagenzglas machen kann. Was ich bis heute mich allerdings noch frage, ist das wirklich Fleisch, weil man das irgendwie gentechnisch so herstellen kann, oder ist das vegan vielleicht sogar? Also was wie würde man das einstufen? Ja, weil das ist eine Philosophiefrage. Das ist, glaube ich, echt eine Philosophiefrage. Genau, das ist eine Philosophiefrage, weil es ist ja tatsächlich... Eigentlich nur Zellstoff. Es ist aber Fleisch, weil mal abgesehen jetzt hier von dem Mammut, wo es ja aber auch irgendwo ja mehr oder weniger echte Tiere sind, wo es herkommt, ist es ja so, dass aus einem Rind, du machst dann eine Biopsie, nimmst du irgendwie ein paar Zellen raus und züchtest daraus eben ein Stück Fleisch. So, das ist natürlich Fleisch, aber es ist dann tatsächlich irgendwie so eine philosophische Frage, ob ich jetzt sage, ist das jetzt schon vegan, weil ich dafür kein Tier getötet habe? Ja. Ja, aber die ganze Argumentation von den Veganern wäre in so einem Fall sozusagen erfüllt oder die Voraussetzung, es musste niemand sterben, du tötest nichts, was ein Gesicht hat, keine Mutter und so weiter, sondern das ist ja, das hat ja so gesehen überhaupt nie sterben müssen, weil es nie gelebt hat, so richtig. Außer jetzt, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch Leben, wieder Philosophie, ja, wo fängt es an, wo hört es auf, aber an und für sich müssten ja Veganer total scharf darauf sein, wenn sie an und für sich Fleisch mögen, aber aus ideologischen Gründen das nicht essen. Und letztes Mal hatten wir die Eier da, die aus dem Reagenzglas kommen. Das ist ja dann nie irgendeinem anderen Tier, Lebewesen weggenommen worden oder dafür jemanden getötet worden, ein Lebewesen getötet worden. Ja, an und für sich müsste das okay sein. An und für sich schon. Es gibt da immer mittlerweile so viele Startups. Es gibt ja jetzt auch Unternehmen, die Fleisch aus dem 3D-Drucker anbieten, was dann allerdings nicht gezüchtet ist aus tatsächlich Fleischzellen, sondern wo es eher dann darum geht, dass man durch diese Technik es hinkriegt, ein Nicht-Fleischprodukt in einer tatsächlich dem Fleisch sehr, sehr ähnlichen Struktur herzustellen. Weil bei diesem Laborfleisch zum Beispiel ist das Problem, dass die bisher vor allen Dingen eher Frikadellen, Buletten hinkriegen, aber so dieses schöne Steak ist wohl noch nicht so richtig produktreif. Und das kriegst du aber mit so einem 3D-Drucker und den entsprechenden Zutaten hervorragend hin. Ja, aber das ist ja so ein bisschen wie ich und Brad Pitt. Also ich meine, ich bin einem Brad Pitt auch sehr, sehr ähnlich. Zwei Arme, zwei Beine, Haare, Haut, Augen, Ohren, alles. Aber trotzdem knapp daneben. Und das ist irgendwie... Aber nur knapp. Ja, schon irgendwie sichtbar, finde ich. Und das ist... Da ja dann auch, also aus dem 3D-Drucker weiß ich jetzt nicht. Ja, du bist halt Beef Pit. Genau, super. Nee, also das mit dem 3D-Drucker finde ich jetzt auch überhaupt klingt gar nicht attraktiv. Aber mit dem, wenn du sagst, das ist halt, also letzten Endes, wenn ein Mammut, ein anderes Mammut poppt und dann ein neues Mammut zeugt und dann jemand hingeht, das killt und eine Bulette draus macht, dann ist ja nichts, das ist ja quasi nichts anderes, als wenn ein Forscher im Reagenzglas den gleichen Prozess herstellt und sozusagen dieses kleine Baby-Mammut war ja auch mal nur ein Klumpen Nix. Naja. Ein Samen und ein Ei von der Mama, ja. Und mehr war das ja nicht. Und das machen die ja im Endeffekt da im Reagenzglas. Und dann wächst da sozusagen der Schinken.
Oder das ist ja quasi wie das kleine Mammut, das sieht halt nur wie ein Burger aus. Ja, und da sieht es halt von vorne. Und das fand ich damals so geil, dass zumindest in diesen Bildern von der alten Geschichte haben die halt direkt das Steak im Endprodukt gezüchtet. Also die haben gar nicht diese tierische, die ja. sind sozusagen diese Stufe übersprungen und haben gesagt, wir können das auch so einstellen, dass es direkt wie ein Kotelett dann da aussieht. Aber dann machen wir doch so eine Säbelzahntiger-Frikandel oder sowas. Wenn du die DNA hast. Ja, du brauchst halt die DNA. Ne? Das Problem ist wohl bisher, wenn ich das, ich lese diese Artikel immer ganz gern zu dem Thema. Das Problem ist wohl, dass diese Laborgeschichten noch sehr energieintensiv sind. Die brauchen relativ viel Strom, um das Ganze herzustellen. Und man will ja das vor allen Dingen als ökologische Alternative. Ja, anbieten, wobei, ne? Jetzt können wir ein bisschen überspitzt wieder formulieren. Also auch ein Kilo Rindfleisch, da steckt enorm viel Energie drin und auch Aufwand. Also Energie auch in Form von Nahrung, die das Rind vertilgt hat und so weiter und so fort. Also auch das ist energieintensiv, bis das Stück das Rindfleisch quasi... Das Rind rülpst und pupst auch die ganze Zeit Methan. Ja, da kommt dann mehr dazu. Also das sind, wie gesagt, und es muss gepflegt werden und gemacht werden und getan werden. Also das ist schon auch energieintensiv. Das kann man so nicht sagen, dass das jetzt nicht... Ja, aber im Vergleich ist es wohl halt nicht so, dass die Laborgeschichten sozusagen... da wesentlich sparsamer werden. Ja, gut. Na. Das war ein richtig philosophisches Quartett jetzt am Ende. Bin begeistert. Ja, aber das ist auch ein Thema. Ich finde, da kann man richtig abgehen bei, weil letzten Endes liegt darin ja auch, also wenn man mal davon ausgeht, dass es wirklich nicht korrekt ist, eigentlich Tiere nur dafür zu züchten, um sie umzubringen und zu fressen. Gleichzeitig man aber ja was fressen muss und vielleicht nicht nur irgendwelche Blätter. Und dann so Themen hat wie, du kamst ja drauf, dass halt diese Rinder, die alles vollkacken und das Methan dann irgendwie zur globalen Erderwärmung beiträgt und so weiter und so fort. All dieser ganze Rattenschwanz. Man kriegt halt relativ viele dieser Themen abgehakt, wenn man das sozusagen auf das Endprodukt runterbricht und eine Möglichkeit findet, diese ganzen Evolutionsstufen davor zu überspringen. Und dann ist für mich nur die Frage, ist es tatsächlich identisch, nur weil es die DNA-Struktur hat, wenn du es dann unter das Mikro legst? Und ist das irgendwo auch vom Wohl... Also eigentlich darf man sich ja nicht wohlfühlen, wenn man so ein geschlachtetes Tier ist. Wenn man das jetzt so sieht, wenn man sich das da jetzt selber aus dem Ochsen schneiden müsste, hätte man wahrscheinlich nicht so einen Spaß dran, als wenn man es im Supermarkt kauft. Aber trotzdem würde es jetzt momentan wahrscheinlich noch mehr Spaß machen, das so zu essen, wie man es kennt, als wenn man sagt, ja, das kommt aus dem Labor. Dann denkst du direkt, da wachsen mir 5 Ohren oder so. Das war blind verkosten. Ja, das war doch damals so, du hattest ja mal ein Update gemacht in einer späteren Folge, dass sie dann in Deutschland, dieses war ein israelisches Startup damals. Und das Startup hat dann Deutschland besucht und hat da in verschiedenen Restaurants tatsächlich Blindverkostung gemacht. Und die fielen sehr, sehr positiv auf. Ja, das schmeckt wohl, da ist es ja auch wenig überraschend. Ne? Wenn es sozusagen aus Fleisch gezüchtet wird, dann schmeckt es auch annähernd wie Fleisch. Ne? Also. Und vor allem so wie das Rind ja auf Antibiotika und Medikamenten ist, schmeckt das vielleicht auch nicht so gut, wie es könnte. Ja? Auch so ein Thema. Hast du alles nicht. Wenn du es direkt sozusagen in Reinform ohne Antibiotika-Belastung züchtest, noch wieder ein Thema. Vielleicht kannst du auch direkt so einen Hähnchendöner fertig züchten. Dann brauchst du gar keinen Dönerspieß mehr. Du kannst es direkt aus der Tube. Mit oder ohne Schaf? Ja, Schaf. Ach so, Schaf. Ja, ja. Das ist mal so geil. Scharf das wollte mit ich, R. Also sorry, dass ich jetzt die nachfolgenden Sendungen noch mal verzögern. Aber das muss ich echt noch mal sagen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mein ganzes Leben lang gehe ich schon zu Dönerbuden und bestelle türkische Pizza, Döner, Düdüm und wie es alles heißt. Und ich weiß inzwischen ziemlich genau, was ich haben will. Ich gehe da rein und ich sage immer ganz genau, was ich haben will und was ich nicht haben will. Ohne Schaf oder wenn man noch weggehen will oder nur mittelscharf und wenn man noch weggehen will, ja heute mal mit Joghurtsoße, nicht Tzatziki, ohne Zwiebeln, mit Zwiebeln. Ich sage dem genau, was ich haben will. Und was macht der? Mit Zwiebel? Ich hätte ja gesagt, heute ohne. Scharf? Nein, heute nicht so scharf, weil ich habe dünn. Ja, der hat ein Programm inneres. Ja, das ist aber abgespult. Und das ist nicht nur der eine oder die eine, es sind alle, wie vorprogrammierte Roboter. Ja,
Ist es nicht auch mindestens? Ist das eine subjektive Wahrnehmung oder ist das einfach ein allgemeines Phänomen? Da bist du noch gut gefahren, weil ich habe es auch schon erlebt, dass man da hingeht und man sagt, der eine sagt, ich hätte gern einen Döner, und der andere sagt, ja, ich hätte gern einen Döner, bei mir lass bitte Tomaten weg und die Zwiebeln. Der Mann hinter der Theke hört sich das alles an, nickt und nickt und nickt, dreht sich dann rum zu dem Kompagnon, der sagt, mach zwei Döner. Weiß Bescheid. Ja, aber. Wow. Aber ist ja wenigstens darauf eingegangen dann, wenn er zweimal nachgefragt hat. Aber ist es nicht auch geil? Es passt ja auch irgendwie so zu diesen Automatismen, dass unser Eins, wenn er es bestellt, dabei sagt, mit oder ohne Schaf. Er sagt nicht, ich meine, das hat man total komplett übernommen. Ja. Man sagt nicht, bitte nicht so scharf oder lassen Sie die Peperoni weg oder so, sondern man sagt Schäschen und sagt ohne Schaf. Ja, vielleicht fragen die deswegen nochmal nach, weil ich so ein schlechtes Deutsch spreche. Genau. Das ist eine ganz tolle Erklärung. Ja, aber nochmal zu der Bulettengeschichte, also hier, well done. Also. Well done, gut. Ich gebe es durch. Ich nehme Medium. Genau. Ja. Ah, verstanden, sehr gut. So. Ja. Okay, wir steigen hiermit aus und beenden die Sendung mit einem... Silence! I kill you! So. War schön, hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben zwar nicht wirklich ein bahnbrechend neues Konzept, wie wir das immer nach jeder Sendung sagen, wir machen mal was ganz anderes, um den Durchbruch zu schaffen. Haben wir wieder nicht geschafft, aber vielleicht ist das auch ganz gut. War trotzdem geil. Ja. So. Also, bis bald, ihr Geilen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.